Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt zum zweiten Mal Frau Dr. Janine Zölkau in Jena, mit der wir erneut über die Indikation zur SARS-CoV-2-Impfung bei Frauen im gebärfähigen Alter vor einer Schwangerschaft, während einer Schwangerschaft und während der Laktation sprechen möchten. Liebe Frau Zölkau, ganz herzlichen Dank, dass Sie nochmal Zeit für uns gefunden haben. Gerne, ich freue mich. Wir hatten uns das letzte Mal unterhalten in der Woche vor Fasching. Jetzt zeichnen wir auf in der Woche vor Pfingsten. Das Wetter ist fast das gleiche. Ansonsten haben sich die Erkenntnisse zur Impfung in den letzten Wochen und Monaten hinsichtlich Effektivität und Sicherheit dramatisch beschleunigt. Es gibt in unseren Augen drei Menschengruppen, bei denen die Evidenz noch zumindest umstritten erscheint. Das sind zum einen Kinder, das sind zum zweiten aus unserer Sicht ganz spannend Immunsupprimierte und Dialysepatienten und dann sind das natürlich Frauen im gebärfähigen Alter, insbesondere Schwangere. Und deshalb, Frau Zölkau, ganz herzlichen Dank auch dafür, dass Sie letztendlich diejenige sind, die wie so eine Art Kapellmeisterin oder so die Stimmen der verschiedenen Fachgesellschaften in ganz toll lesbare Dokumente zusammenführt. Zum einen sind wir immer überrascht, wie viel Fachgesellschaften es im Bereich Gynäkologie, Geburtshilfe, Perinatalmedizin gibt. Das ist also fast eine längere Liste als das Dokument selber. Und das ist das zweite Tolle, dass das Dokument das letzte Mal, hatten wir gesagt, in 12 bis 15 Minuten lesbar ist. Die aktuelle Update-Version ist noch mal kürzer geworden. Das heißt, das kann sich auch jeder im Anschluss an das Video noch mal anschauen. Den Link haben wir unten eingeblendet. So viel der Vorrede. Meine Co-Moderatoren sind Sarah Morell aus Frankfurt und Anja Scheuer aus Homburg und Frankfurt. Mein Name ist Gunnar Heine, ebenfalls aus Frankfurt. Ich würde mal gleich anfangen, wenn es in Ordnung ist. Auch, ich möchte Sie auch einmal ganz, ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, Sie dabei zu haben. Vielleicht fangen wir einfach generell wieder mit der Schwangerschaft an und Covid. Allererste Frage, wir hatten ja im letzten Interview schon das so ein bisschen besprochen, Schwangerschaft und Covid. Wie ist es denn jetzt aktuell in der Datenlage? Also sind Schwangere weiterhin gefährdet für einen schwerwiegenden Covid-assoziierten Verlauf? Das ist ja die aktuell diskutierte Frage tatsächlich. Man hat das in den letzten Wochen, mittlerweile Monaten, also gerade Ende zweite Welle, dritte Welle, immer wieder gehört, mehr Schwangere erkranken schwer. Man hat die Berichte gehört von Schwangeren auf Intensivstationen, den Bericht aus Eppendorf, der appellartig ja uns mit den Worten "Wir segeln hart am Wind" gewarnt hat. Auch internationale Berichte, zum Beispiel aus Kanada, die wochenlang Meldungen produzierten, dass die Intensivstationen überfüllt seien, vermittelten schon den Eindruck, es wird mehr und es werden auch mehr schwere Verläufe. Nun sind das immer wieder Einzelberichte, die man hinterfragen muss, sehr richtig. Aber wenn man in die Register schaut und es gibt tatsächlich sogar die erste vergleichende Arbeit zwischen Welle 1 und 2, ist es so, dass wir mehr kranke Schwangere hatten. Es ist nicht so, dass sich Schwangere häufiger infizieren, aber Schwangere haben per se ein Risiko, schwer zu erkranken in der Schwangerschaft. Und das war zum Beginn der Pandemie nicht so klar. Da gab es Hinweise für, aber die waren noch nicht so, dass man sich darauf verlassen konnte, dass die Schwangerschaft selber ein Risikofaktor für so einen schweren Verlauf ist. Aber die Auswertung der vielen Register, die es gibt, zeigt zunehmend, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, dass Schwangere eine selbstständige Risikogruppe darstellen. Also zusammengefasst, ja, wir sehen schwere Verläufe. Gott sei Dank sind das immer noch einzelne, wenn auch sehr dramatische Ereignisse, die sicherlich jedem sehr durch Mark und Bein gehen, der es behandeln muss. Wir hatten zuletzt eine schwangere Patientin in den 20er Wochen mit Atemunterstützung auf der ITS und parallel dazu eine frisch entbundene Frau an der ECMO. Das sind Situationen, die niemand erleben möchte und die entsprechend auch dramatisch sind. Und auch wenn wir in die deutschen Zahlen des Kronos-Registers schauen, der Herr Professor Pex aus Kiel hatte das angeschaut für einen Kongress letzte Woche, zeigt sich auch ein leicht steigender Trend in Welle 2 und 3. Also zusammenfassende Antwort, ja, auch wenn es insgesamt natürlich seltene Ereignisse zum Glück sind. Gibt es da schon konkrete Daten, also jetzt ganz gezielt, wie viel Prozent der Schwangeren intensivpflichtig werden? Tatsächlich haben wir das angeschaut. Unter den jetzt 2000 eingegebenen Frauen im Kronos-Register war es so, dass ungefähr eine von 25 einen schwereren Verlauf unter den Kriterien entweder Intensivtherapie oder Beatmung hatte. Die Sterblichkeit ist Gott sei Dank sehr gering, wenn auch messbar in Deutschland auch. Mhm.
Und gibt es gewisse Risikofaktoren, die da schon identifiziert wurden für einen schwerwiegenden Verlauf, sei es zum Beispiel ein hohes Alter oder gewisse Komorbiditäten? Genau, das ist ja ähnlich zu dem, was wir auch aus der Restbevölkerung kennen. Es ist das höhere Alter, also ab dem 35. Lebensjahr. Es ist der erhöhte BMI, also die Adipositas. Da beziehen wir uns bei Schwangeren immer auf den BMI vor Schwangerschaftseintritt, weil die Dynamik in der Schwangerschaft natürlich etwas relativ Flexibles ist. Es ist der Diabetes und da aus den Registerdaten vor allen Dingen der Typ 1 und der Typ 2 Diabetes und vor allen Dingen der schlecht eingestellte Diabetes. Der Schwangerschaftsdiabetes ist noch etwas umstritten, ob er ein einzelner Risikofaktor ist oder nicht. Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Und das vierte große Belegte ist der vorbestehende Hypertonus, also letztlich alles, was in die Richtung vorbestehender endotheliale Dysfunktion oder Gefäßschädigung geht. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Arbeit, die hat aber so ein bisschen ein Henne-oder-Ei-Problem. Die hat verglichen Risikoschwangerschaften. Also wir haben ja in der Mutterschaftsvorsorge auch Kriterien, die Schwangere für uns als Risikoschwangere einstufen. Da zählt unter anderem das höhere Alter auch schon dazu. Die gezeigt haben, dass wenn eine Frau per se eine Risikoschwangerschaft trägt, dass sie dann auch ein höheres Risiko hat, schwer zu erkranken. Natürlich sind da gewisse Überschneidungen und Konfounder dabei, die man nicht so ganz auseinanderhalten kann. Aber besonders auf unsere Risikoschwangeren sollten wir halt auch ein Auge haben. Und was ist dann so schwierig an der Behandlung wenn sie intensiv medizinisch behandelt werden müssen? Was ist dann dabei so schwierig, wenn man schwanger ist? Also gerade in der Schwangerschaft ist es ja ein Abwägen. Wir haben immer zwei Patienten mindestens, wo wir Interessen gegeneinander abwägen müssen. Und zum einen stellt sich dann immer die Frage der Schwangerschaftsprolongation versus Entbindungsnotwendigkeit. Das hat was mit dem Schwangerschaftsalter zu tun, das hat was mit der Schwangerschaft an sich zu tun, das hat was mit dem Versorgungs- und Wohlbefindenszustand des Kindes zu tun. Das hat aber natürlich gerade im Falle einer schweren Infektion auch was mit dem Zustand der Mutter zu tun. Und diese einzelnen Puzzlesteine gegeneinander abzuwägen, ist nicht so einfach, zumal es ein sehr interdisziplinäres Konstrukt wird. Denn wir brauchen die Einschätzung der Intensivmediziner, die auch nicht so regelmäßig Schwangere zum Beispiel beatmen, mit einer Perspektive müssen, dauerhaft. Und wir müssen dann wirklich zusammenarbeiten und entscheiden, was ist jetzt für alle Beteiligten in dem Konstrukt in dem Moment die richtige Option. In Detailfragen geht das manchmal um Medikamente, darf man die geben oder nicht. Dann gab es ja die lange Diskussion um die Glukokortikoide, die ja jetzt auch in die Leitlinie der stationären Therapie Einzug gehalten haben, wo man zu Anfang der Pandemie, wenn Sie sich erinnern, ja noch Gefahr warnte, dass Glukokortikoide die Virusclearance zum Beispiel herabsetzen und man am Anfang gewarnt hat, Glukokortikoide einzusetzen. In unserem Fachgebiet tangieren Glukokortikoide halt zum Beispiel auch die antenatale Steroidgabe zur Lungenreifeinduktion bei drohender Frühgeburt. Und solche Fragen gilt es dann eben im Team abzuwägen und dass es dafür keinen Leitfaden und keinen Flowchart geben kann, ist klar und ist und bleibt zum Glück auch eine Einzelfallentscheidung. Ich mache nochmal ganz kurz Werbung für unsere Videos. Also wir haben auch nochmal ein bisschen genauer die intensivmedizinischen Konzepte besprochen mit Professor Kluge in einem Video. Das wird dann unten in der Infobox verlinkt. Genau. Dann vielleicht noch so ganz allgemein. Also wie Sie schon meinten, ein intensivmedizinischer Verlauf ist ja doch relativ selten auch in der Schwangerschaft. Meist läuft es ja doch milde bis asymptomatisch. Gibt es aber dann doch gewisse schwangerschaftsspezifischen Komplikationen oder vielleicht peripatale Komplikationen, die durch eine Covid-Infektion vielleicht getriggert werden können? Also sei es vielleicht vermehrte Frühgeburte oder ja. Genau, da gilt es zu unterscheiden immer zwischen der reinen Infektion, wie Sie schon sagen, die asymptomatische Schwangere oder die vielleicht das gar nicht mitbekommen hat, und der erkrankten Schwangere. Das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Was wir für alle Infektionen sagen können, ist, dass es bestimmte Komplikationen und auch Schwangerschaftserkrankungen gibt, die häufiger sind. Zum einen ist es das Risiko für hypertensive Schwangerschaftserkrankungen. Es ist auch super plausibel durch die Gefäßschädigung. Also Gestationshypertonus, Präeklampsie ist ungefähr um das Doppelte erhöht von der Wahrscheinlichkeit her. Das ist auch wichtig zu wissen, weil man entsprechend die Mutterschaftsvorsorge zum Beispiel anpassen kann, wenn man eine Schwangere betreut, die in der Frühschwangerschaft einen Infekt hatte. Zum anderen wissen wir, dass die Plazenta Veränderungen aufweist. Gott sei Dank sieht es aber bis jetzt nicht so aus, dass das etwas mit dem Wachstum des Kindes macht. Also die Wachstumsrestriktion ist noch nicht beschrieben als solche. Genauso nicht Fehlbildung oder
Aborte, also Schwangerschaftsverluste in der Frühschwangerschaft. Was wir aber wissen, und das haben Sie angesprochen, ist, dass es eine höhere Frühgeburtsrate gibt. Am Anfang war nicht so ganz klar, ob das eine iatrogene Frühgeburtlichkeit ist, weil man eher im ärztlichen Team entscheidet, aufgrund der Krankheitssituation die Frau früher zu entbinden, oder ob das eben spontane, unaufhaltsame Frühgeburten sind. Es scheint aber in den Registern so zu sein, dass unabhängig vom iatrogenen Einfluss auch das Frühgeburtsrisiko erhöht ist. Genau, das sind so die Komplikationen, die man fürchtet. Was immer noch ein Thema ist, ist Thrombosen und Embolien. Das ist ja erhöht unter Infektion und dann auch unter symptomatische Erkrankung. Schwangere und insbesondere dann auch die Wöchnerinnen, die auch in unseren Zuständigkeitsbereich fallen, haben da nochmal ein gesteigertes Risiko für. Und gibt es jetzt auch irgendwelche neuere Maßnahmen, die das Umfeld vielleicht ergreifen kann, um eben die schwangeren Frauen zu schützen? Grundsätzlich gilt ja die gleichen Hygienemaßnahmen, Kontakte reduzieren, Hände desinfizieren, AHL-Regeln wie für alle anderen auch. Es gibt die Impfempfehlung für die Kontaktpersonen von Schwangeren. Also Schwangere können 2 enge Kontaktpersonen benennen. In der Regel der Partner oder vielleicht noch die im Haushalt mit lebenden Eltern, wer da halt in Frage kommt, sodass die in der Impfpriorisierung mit immunisiert werden können. Und selbiges gilt natürlich für Personal und also Hebammen und Ärzte, die Schwangere betreuen und begleiten, dass die entsprechend immunisiert werden, um Schwangere nicht zu exponieren. Gut. Von mir auch noch guten Abend. Ich hätte 2 Fragen zur Zeit quasi, bevor eine Schwangerschaft überhaupt eintritt. Und zwar, wie sollte jetzt eine Frau mit Kinderwunsch vorgehen, die sich einmal hat impfen lassen und jetzt eben auf die 2. Impfung wartet? Würden Sie empfehlen, dass dann wirklich in der Zeit auch nochmal aktiv verhütet wird? Oder sagen Sie, das wäre gar nicht nötig? Und wenn dann die 2. Impfung erfolgt ist, sollte man dann auch noch weiter warten, bis man aktiv wieder versucht, schwanger zu werden? Oder wie ist da die Empfehlung? Gute Frage, wichtige Frage, häufig gestellte Frage. Es gibt ja sowohl den gewollten Kinderwunsch, es gibt auch die nicht intendierte Schwangerschaft. In dieser Konstellation sind alle von Ihnen angesprochenen Varianten möglich und genau solche Fragen erreichen uns jeden Tag. Prinzipiell ist es nicht so, dass vor Impfung ein negativer Schwangerschaftstest vorliegen muss. Auch eine versehentliche Impfung oder eine Impfung, wo man den Schwangerschaftsstatus noch nicht wusste, was hinterher dann klar wird, ist kein Grund für eine Schwangerschaftsbeendigung. Diese Empfehlungen kommen daher, dass man tierexperimentelle Daten hatte, initial in den Zulassungsprozessen, die eben kein systematisches reproduktionsmedizinisches Risiko, also auch keine Fehlbildungen zum Beispiel, gezeigt haben. Nun haben wir die ersten Daten aus geimpften Frauen, also tatsächlich menschlichen Schwangerschaften, die das bestätigen, auch wenn man die natürlich mit Vorsicht betrachten muss, weil frühe Daten und eben keine systematischen Zulassungsdaten prospektiv, sondern in der Regel prospektive Kohorten, die ausgewertet wurden. Nichtsdestotrotz würde man Frauen mit Kinderwunsch, die aktiv planen und eine Impfpriorisierung haben, raten, den Impfprozess möglichst vor den Kinderwunsch zu legen. Wenn das planbar ist, ist das einfach die unkomplizierteste Situation, auch vom Abwägen von Risiken der Frühschwangerschaft. Selbst wenn eine Komplikation der Frühschwangerschaft, die ja doch recht häufig sein kann, kausal nichts mit der Impfung zu tun hat, wird man sich als Frau und werdende Mutter Sorgen machen und Gedanken machen, sodass man dem Problem einfach aus dem Weg geht, wenn man das vor den Kinderwunsch legt. Im Falle von Kinderwunschtherapien, also Reproduktionsmedizin, beraten die Reproduktionsmediziner ähnlich. Die sagen am liebsten vor Start der Behandlung und so, das ist eine sehr schöne Formulierung, dass einige Tage nach der 2. Impfung dazwischen liegen, damit die Immunreaktion abklingen soll. Was dann einige Tage sind, muss man im Einzelfall sehen. Und die Situationen, die dann knifflig werden, auch in der Beratungssituation, sind die Frauen, die eben sich haben impfen lassen, ungewollt schwanger geworden sind und jetzt zwischen den Impfungen sitzen und genau das fragen: Was mache ich mit der 2. Impfung? Warte ich nicht? Denn gerade die Frühschwangerschaft ist natürlich eine vulnerable Zeit, die auch eben Risiken behaftet ist. Und das ist aber wie so häufig im Moment tatsächlich eine Abwägung im Einzelfall. Man kann weiter impfen.
wenn die Frau das wünscht. Natürlich wird niemand genötigt zu impfen, aber an der Stelle ist eine sehr gute Beratung notwendig, ob man dann den etwas reduzierteren Impfschutz unter Sicherheitsaspekten der Schwangerschaft eingeht, ob man gegebenenfalls später komplettiert, ob man für die Schwangerschaft nicht weiter impft. Das hängt dann ein bisschen auch vom Wunsch und vom Risikoabwägen der Frau davon ab. Mhm. Also Pauschalantwort kann ich leider nicht geben. Wir müssen an der Stelle darüber sprechen. Die zweite Frage bezieht sich auf Einzelfallberichte, wo Frauen davon berichten, dass sie nach der Impfung eine Veränderung in ihrer Menstruation oder auch in ihrem Menstruationszyklus bemerkt haben, also im Sinne von Unregelmäßigkeiten oder auch stärkeren Blutungen. Wissen Sie da irgendwelche Daten zu? Tatsächlich kenne ich das auch nur aus den Einzelfallberichten. Wir haben auch betreuen auch Schulkinder, die sich mit einem ähnlichen Thema, auch mit Menstruation und Menstruationshygiene befassen im Moment. Die sprachen uns darauf an. Es gibt die Einzelberichte über die sozialen Medien. Es gibt wohl auch Bestrebungen hin, das zu objektivieren. Auf rein wissenschaftlicher Basis habe ich dazu nichts gelesen. Aber es kann natürlich sein, dass es eine seltene Nebenwirkung ist, die dann eben auftaucht und vielleicht beraten werden muss. Es werden jeden Tag unzählige Frauen im reproduktionsfähigen Alter geimpft. Wenn das etwas Systematisches ist an Nebenwirkungen, ich denke, unsere Surveillance-Systeme sind so gut. Wir haben die Sinusvenenthrombose gefunden. Wir werden auch, wenn es der Fall sein sollte, eine systematische Hypermenorrhoe als Nebenwirkung entdecken. Sollte es denn zusammenhängen? Das wäre jetzt der Moment, wo man über einen weiteren Mythos sprechen könnte, nämlich den Mythos der Fertilität. Wir haben uns bewusst gemeinsam entschieden, dass wir dieses Thema hier jetzt nicht mal neu diskutieren. Wir werden aber an dieser Stelle jetzt einfach nochmal zurückschauen in den Februar dieses Jahres, weil ich damals schon gesagt habe, besser als Sie es damals in 4 oder 5 Minuten zusammengefasst haben, kann man es nicht zusammenfassen. Wir nehmen uns jetzt diese 4 Minuten nochmal, um uns das nochmal anzuhören. Und dann sage ich das Gleiche, was ich damals auch gesagt habe. Damit ist, glaube ich, jetzt genug dazu gesagt. Jetzt haben wir ja so manche Internetmythen, wie die Geschichte mit der Fruchtbarkeit unter der Impfung. Vielleicht dazu noch ein klares gynäkologisches Wort, um das aus der Welt zu schaffen. Ja, sehr gerne. Wir räumen sehr gerne mit Mythen auf. Und auch das kann man zum Glück ganz schön beantworten. Der Professor Markert bei uns aus dem Plazenta-Labor hat das mal durchrecherchiert. Und tatsächlich müssen wir, um mit diesem Mythos aufzuräumen, einen kurzen Ausflug in die Plazenta-Physiologie machen, auch wenn sich damit wahrscheinlich eher wenige Menschen tagtäglich beschäftigen. Dieses Syncytin 1, um das es sich immer dreht in allen Berichten, ist ein kleines Eiweiß, das sitzt zwischen der äußeren und inneren Lipidschicht der Höhlenmembran des Syncytiotrophoblasten. Der Syncytiotrophoblast ist letztlich das, was die frühe Plazentation und die normale Entwicklung des Mutterkuchens dann bedingt und eine ganz wichtige Schlüsselfunktion eben in der physiologischen Entstehung einer frühen Schwangerschaft. Und die Impfgegner und Mythenschreiber dieser Welt sind jetzt auf die Idee gekommen, dass zwischen dem Spike-Protein, gegen das ja sich die Antikörperbildung richtet bei allen derzeit zugelassenen Impfstoffen und diesem Syncytin 1, eine gewisse Homologie besteht. Man muss 3 Sachen wissen, um das faktenbasiert aus der Welt zu schaffen. Punkt 1, das Syncytin hat ungefähr so 540 Aminosäuren, das Spike-Protein so 1200. Die Homologie betrifft genau 5 Aminosäuren. Das macht 0,75%. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Antikörper da hochspezifisch bindet, ist per se schon mal sehr gering und das Syncytin 1 sitzt halt schön eingekuschelt in den 2 Lipidmembranen und ist nicht so ganz direkt durch den Antikörper angreifbar. Das zweite ist, wenn man das weiterdenkt, werden ja auch Frauen solche Antikörper gegen das Spike-Protein entwickeln, die eine Infektion hatten, also die einfach sich mit Covid infiziert haben. Folglich müssten ja alle Frauen unfruchtbar werden, die eine Infektion mit Covid durchgemacht haben. Das ist aber nach einem Jahr Pandemie auch nicht beobachtet worden. Macht es also nicht plausibler. 3. Grund, und da hoffe ich, dass ich jetzt nicht in Ihrem Fachgebiet was Falsches erzähle. Es gibt eine Medikamentenklasse von IgG4-Antikörpern gegen bestimmte Proteine, die in der Behandlung von Autoimmunerkrankungen, also zum Beispiel MS oder Diabetes, erprobt werden. Und diese Proteine, gegen die sich die Antikörper richten, haben eine Homologie zum Syncytin 1 von über 80%. Dazu gibt es tierexperimentelle Daten und man hat gesehen, dass diese Antikörper quasi nichts am Syncytin 1 machen.
Das sind drei gute Argumente, die die Plazenta-Forscher und auch die Reproduktionsmediziner zu dem Schluss führen, dass diese Behauptungen schlichtweg unbegründet sind. Dann kommen wir jetzt von den Mythen zu den wirklichen Entscheidungen für die klinische Praxis und zu der Gretchenfrage, die Sie wahrscheinlich seit Wochen, Monaten, ja Jahren können wir jetzt noch nicht sagen, umtreibt, nämlich wie halten wir es mit den Impfungen bei den Schwangeren? Und da hört man, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, in den letzten Wochen ja so leichte Dissonanzen oder vielleicht vorsichtig gesagt Nuancen zwischen den Stellungnahmen in ihren Konsensuspapieren und zwischen dem, was die STIKO empfiehlt. Das ist eine Entscheidung, die Sie als Gynäkologin natürlich immer wieder zu treffen haben und gefragt werden, aber auch wir kennen das natürlich, entweder im privaten Umfeld oder auch bei Mitarbeiterinnen, die schwanger sind und die mit der Frage der Impfung kommen, die uns dann auch immer spiegeln, dass es extrem schwierig ist, selbst wenn man sich selber zu der Impfung entschieden hat, den Arzt, die Ärztin zu finden, die die Impfung auch durchführt. Da ist Ihr Konsensuspapier in Einzelfällen auch hilfreich gewesen. Auch das weiß ich aus Erfahrung mit Mitarbeiterinnen. Aber wie ist da Ihre Empfehlung zum aktuellen Zeitpunkt bezüglich Impfung von Schwangeren? Sehr schöne Zusammenfassung des Prozesses der letzten Wochen. Wir haben die erste Stellungnahme zusammengestellt gehabt unter der Idee, dass man eben den begrenzten Datenstand so zusammenfasst, dass man trotzdem beraten kann. Denn von Anfang an hat die STIKO ja die Möglichkeit eingeräumt. Es war nie verboten, Schwangere zu impfen in diesem Land, wie es häufig so schön heißt. Die STIKO verbietet es grundsätzlich, Schwangere und Stillende zu impfen. Das ist und war schlichtweg nie der Fall. Nichtsdestotrotz gibt es ja eben die Risikoschwangeren, die von vornherein das auch nachgefragt haben. Es gab bestimmte Kollektive an Frauen, die durchaus in der Risikonutzenabwägung davon profitieren. Nun kamen eben die neuen Daten, dass die Schwangerschaft selber ein Risikofaktor zu sein scheint und auch mit einem relevanten Risiko in der Risikoerhöhung, sodass man, wenn man auch über Priorisierung spricht, natürlich überlegen muss, wir priorisieren Gruppen, die ein relativ höheres Risiko haben, einen schweren Verlauf zu erleiden oder zu erkranken. Und das Zweite, was dazu kam, ist tatsächlich die Frage der Versorgungsrealität. Wenn eine Schwangere sich dazu entschlossen hat oder ein Risiko trug und sich impfen lassen wollte, gab es schlichtweg keine Möglichkeit. Die Impfstellen haben häufig abgelehnt. Eine Zeit lang gab es ja noch keine niedergelassenen Kollegen, die hätten impfen können in der Situation. Dann kommt die Frage der Haftung dazu. Und sehr schnell war es dann so, dass eben Frauen, die sagten, ja, ich bin aufgeklärt, ich weiß, es ist nicht zugelassen, ich kenne die limitierte Datenlage, genauso wie es die STIKO halt vorgeschlagen hat, nach ausführlicher Aufklärung und Kosten-Nutzen-Abwägung, dann aber schlichtweg niemanden gefunden haben, der sie impft. Also die Frage der Versorgungsrealität war da. Und das war eines der Hauptmomente, in denen die Fachgesellschaften gesagt haben, gut, es gibt neue Daten, wir schauen uns diese Daten an. Wir wissen, dass das noch limitierte Daten sind. Nichtsdestotrotz muss man, wenn man evidenzbasierte Medizin lebt, auch auf Grundlage der existierenden Daten beraten können. Und natürlich sind wir uns dessen bewusst, dass das noch nicht die Zulassungsstudien sind und dass das keine jahrelangen Nachbeobachtungen sind mit der Frage, was passiert mit den Kindern, wenn sie 5, 10 oder 30 sind. Das geht schlichtweg noch nicht. Das darf aber meiner Meinung nach kein Argument sein, um Schwangeren den Zugang zur Impfung zu verwehren, wenn sie sich aufgeklärt dafür entscheiden. Und gerade da es eben auch gute neue Studien gab, zum einen zur Immunantwort von Schwangeren, das war ja eine große Frage, ob die immunveränderte Situation der Schwangerschaft gegebenenfalls dazu führt, dass die Impfung gar nicht wirksam ist oder nur reduziert wirksam ist. Und genauso auch zu Fragen wie, sind denn die Antikörper, die gebildet werden, im Nabelschnurblut nachweisbar? Hat man die Antikörper nachweisbar in der Muttermilch? Wie ist das mit den Nebenwirkungen? Gibt es vielleicht Komplikationen, die die Impfung in der Schwangerschaft induziert? Das waren Fragen, die relativ zügig in den letzten Monaten durch mehrere Paper angefangen wurden zu beantworten. Und diese Daten darf man halt in der Beratung, finde ich, nicht vorenthalten. Und deswegen haben wir uns hingesetzt, die dezidiert recherchiert, sehr lange auch diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, uns wie viele andere Länder auch als Fachgesellschaften
zu verständigen, dass wir möchten, dass die Schwangeren geimpft werden, wenn sie dies wünschen. Es ist natürlich kein Aufruf, unselektiert alle Schwangeren dieses Landes blind zu immunisieren. Und wenn, dann auch in Fortsetzung von dem, was Sie vorhin sagten, am besten so ab dem dritten, vierten Monat, wahrscheinlich eher vierter Monat, um auch da die Frühschwangerschaft, wenn die Schwangerschaft jetzt bekannt ist, dann in dieser vulnerablen Phase rauszulassen. Oder würden Sie da einen anderen Schwerpunkt setzen? Das ist jetzt der pragmatische Ansatz und so ist es auch dann ja in der nach unserer Empfehlung, nach justierten STIKO-Empfehlung jetzt schriftlich zu lesen, dass dort steht, nach Beratung ist es möglich, mRNA-Impfstoff basiert ab dem zweiten Trimenon zu impfen. Das ist eben genau diese pragmatische Überlegung der weitestgehend abgeschlossenen Organogenese. Ehrlicherweise gibt es dafür keine dezidierten Daten. Systematisch müsste man ja jetzt Schwangere aus allen Schwangerschaftsdritteln impfen und gucken, wo sind die häufigsten Komplikationen, macht das was, macht das nicht. Überlegungen gehen auch immer dahingehend, gegen Ende der Schwangerschaft zu impfen, weil dann der Transfer der Antikörper über die Plazenta höher ist. Das ist vor allen Dingen im zweiten, dritten Trimenon. Was jetzt die beste Wirkung hat im Schutz der Schwangeren und im Schutz des Kindes oder in der Kombination, das wissen wir schlichtweg noch nicht. Das heißt, die Empfehlungen, die man liest, zum Beispiel auch von der Sächsischen Impfkommission, die es grundsätzlich zwischen Woche bevorzugt 20 und 24 jetzt empfiehlt, sind eher pragmatische und Sicherheitsüberlegungen. Aber ja, ab dem zweiten Trimenon räumt es die STIKO jetzt auch mit mRNA-Impfstoff als Möglichkeit ein. Sodass das ein Kompromiss wäre, mit dem wir da alle leben könnten. Und wenn ich eine Tochter hätte, die ich nicht habe und die jetzt schwanger wäre und ich der raten würde, dann im vierten Monat sich impfen zu lassen, dann würden Sie sagen, das ist kein schlechter Ratschlag. Genau. Okay. Sie haben übergeleitet eigentlich zu der anderen ganz spannenden Frage, nämlich die Auswahl des Impfstoffes. Auch da gibt es zwischen den verschiedenen, jetzt auf nationaler Ebene, Fachgesellschaften so ein bisschen unterschiedliche Stellungnahme. In USA, wenn ich es richtig verstanden habe, wird eher gesagt, man sollte sowohl vektorbasierte als auch mRNA-basierte Impfstoffe zulassen. Die Briten haben nur die mRNA-basierten Impfstoffe zugelassen. Und auch bei Ihnen ist ja ein ganz klares Statement pro mRNA. Vielleicht da nochmal die Frage dazu. Man könnte ja sagen, auch der Johnson-Johnson-Impfstoff, der jetzt da ist, der ist so schön praktisch und das ist mal Einmalimpfung und ich brauche keinen zweiten Termin. Warum trotzdem die Empfehlung für den mRNA-Impfstoff? Auch das ist wieder eine Entscheidung, die datenbasiert ist. Es ist keine Entscheidung oder Empfehlung gegen den Vektorimpfstoff. Wir wissen alle, dass in der Versorgungsrealität Frauen unter 60, und das ist nun mal meine Zielgruppe, in dieser Beratungssituation Schwangere und Stillende, in der Versorgungsrealität wahrscheinlich keine Vektorimpfstoffe mehr appliziert bekommen wird. Und die Untersuchungen, die ich gerade schon angerissen habe, sind halt alle auf der Basis von entweder BioNTech, Pfizer oder Moderna gelaufen, also mRNA-Impfstoffen. Das heißt, die Daten, die uns dazu bewegen, die Empfehlung zu liberalisieren, sind Daten, die auf mRNA-Basis gemacht wurden, die man nicht einfach so eins zu eins auf Vektor übertragen kann. Etwas anderes nicht zu empfehlen, heißt es nicht, vielleicht irgendwann mal zu empfehlen, wenn wir dazu Daten haben. Aber im Moment können wir das eben nicht sagen. Deswegen äußert sich die Empfehlung nur zu mRNA an der Stelle. Also insofern Statement, nicht aufgrund der TTS oder VITT-Fälle, weil die meines Wissens bei Schwangeren bisher nicht beobachtet worden sind und korrigieren Sie mich, die Schwangerschaft dafür ja auch kein Risikofaktor darstellt. Genau, zumindest kein Selbstständiger, das stimmt. Okay, super. Dann vielleicht nochmal jetzt, Sie hatten schon gesagt, Immunogenität ist bei der Schwangeren nach allem, was wir wissen, genauso wie bei Nichtschwangeren oder zumindest sehr vergleichbar. Bei der Sicherheit wird ja immer so ein bisschen unterschieden, das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten gelernt, zwischen der durch den Impfstoff akut aufgetretenen oder solidisierten Nebenwirkungen und dann den unerwarteten Nebenwirkungen. Vielleicht, wenn Sie da zu der Sicherheit, zu den beiden Verträglichkeit letztendlich dann ja und unerwünschte Ereignisse nochmal im Vergleich Schwangere versus junge Frauen gleichen Alters, die nicht schwanger sind, was sagen könnten.
Sehr gerne. Es ist so, dass die eine Arbeit von Gray vor allen Dingen, die haben sich angeschaut, nicht schwangere, schwangere und stillende Frauen, sehr komfortabel, weil damit alle Zielgruppen auch in einer Arbeit bearbeitet sind, natürlich noch in überschaubarer Kohortenstärke, haben aber verglichen nach Moderna oder BioNTech-Pfizer, also mRNA-basierter Impfungen, die in Titerverläufe im Serum und die sind exakt gleich. Also egal, ob eine Frau nicht schwanger ist oder still, die Immunantwort, zumindest die messbare an Antikörper-Titerhöhe, scheint dieselbe zu sein. Gleiche Arbeit hat auch die Nebenwirkungen ausgewertet und fand keinen signifikanten Unterschied. Nuancen ja, auch die neueren Arbeiten von dieser letzter Woche aus dem JAMA zeigen, dass Stillende scheinbar etwas häufiger febril reagieren. Ob das nun ein Effekt ist, der auf Dauer Bestand haben wird, wird man sehen. Insgesamt ist also an Impfnebenwirkungen nichts an Unterschieden sowohl in der Verteilung als auch in der Häufigkeit der einzelnen Impfnebenwirkungen zu erwarten. Das ist sehr beruhigend für Schwangere und für Stillende. Und der zweite Aspekt, der dann vor allen Dingen bei den Schwangeren dazukommt, ist eben, hat das schwangerschaftsspezifische Komplikationen, also erhöhen sich die Risiken für zum Beispiel Aborte, Totgeburten, Frühgeburten. Und da gibt es die schöne Arbeit aus dem New England Journal, die auch den gedanklichen Umbruch in diesem Land quasi ausgelöst hat. Die haben auf der Basis von dem ReSafe Pregnancy Register, das ist in den USA von der CDC initiiert, ein recht unkompliziertes, app-basiertes Register, wo einfach die Geimpften nachverfolgt werden und regelmäßig nach ihren Nebenwirkungen und Erscheinungen befragt werden. Da gibt es einen Arm, wo Frauen nachbeobachtet wurden, die selbstberichtet gesagt haben, sie sind schwanger. Und die Häufigkeit von Schwangerschaftskomplikationen ist verglichen worden in dieser Gruppe mit dem Hintergrundrisiko in Gesamt-USA. Und das ist exakt gleich. Da ist nichts häufiger aufgetreten, als man es im Hintergrundrisiko erwarten würde. Natürlich gab es unter den geimpften Schwangeren auch Totgeburten, es gab auch Fehlgeburten, aber insgesamt eben nicht häufiger, als das im Hintergrundrisiko zu erwarten gewesen wäre. Also zusammengefasst, keine erhöhten Nebenwirkungen der Impfung im Sinne einer Impfreaktion und auch scheinbar in den Arbeiten, die wir bis jetzt haben, keine erhöhten schwangerschaftsspezifischen Nebenwirkungen. Und das ist sehr beruhigend, muss man an der Stelle sagen. Und ganz spannend, und da geht auch mal ganz großer Lob an die Kollegen in den USA und an Israel ja auch, dass auch bezüglich der Variants of Concern keine andere Ansprechrate da zu sein scheint, sondern dass auch da ja die Impfungen sehr reliabel zu schützen scheint. Gell? Jetzt haben Sie sich als Freund der evidenzbasierten Medizin geoutet. Wir sind das auch. Ich weiß, dass es randomisierte Studien gibt. Ich habe aber keine Ahnung, wie weit die sind. Gibt es da einen Ausblick, wann wir da die entsprechenden Daten bekommen werden, die wahrscheinlich dann ja auch nur Sicherheitsdaten und immunologische Daten sein können? Die einzige Studie, die mir bekannt ist, ist tatsächlich die Phase 2-3 Zulassungsstudie von BioNTech Pfizer. Ich glaube, das hatten wir im Februar auch schon mal angerissen. Die haben angefangen zu rekrutieren vor 8 Wochen ungefähr. Die rekrutieren in USA, Kanada, Südamerika, Spanien, UK, in Deutschland leider nicht. Sonst wäre das die elegante Lösung gewesen, die Schwangeren einfach im Rahmen einer Zulassungsstudie zu impfen. Ich habe dazu noch keine ersten Ergebnisse gesehen, offiziell wie inoffiziell. Das bleibt also abzuwarten und ist sicherlich sehr spannend und wird dann auch an offizieller Stelle mehr Gehör finden als diese retrospektiven Kohorten, die wir haben. Ganz herzlichen Dank. Bevor wir jetzt die Schwangerschaft abschließen und zur Laktation kommen, dann noch eine Frage, die uns hier gerade in Hessen auch sehr umtreibt, ist nämlich die Frage des Beschäftigungsverbotes. Das ist natürlich jetzt nichts, was man medizinisch oder evidenzbasiert beantworten kann, aber mit Sicherheit ja doch was, was gynäkologische Fachgesellschaften auch umtreibt. Wir haben hier erfahren, dass verschiedene deutsche Bundesländer und auch innerhalb der verschiedenen Bundesländer verschiedene Regierungsbezirke das sehr unterschiedlich handhaben. Wir sitzen hier in Hessen Süd, wo es sehr, sehr rigide gehandhabt wird. Ich selber kann das zumindest in dem Moment, wo eine Doppelimpfung durchgeführt ist, nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und es führt ja auch dazu, dass dann viele Schwangerschaften verheimlicht werden und dann um die zum Beispiel Weiterbildungszeit
gewährleistet zu bekommen, dann auch Tätigkeiten gemacht werden, die man eben nicht machen sollte als Schwanger. Jetzt muss ich zugeben, das ist fast schon Statement und keine Frage. Deshalb bin ich jetzt ruhig und bin gespannt, wie Sie das sehen. Ja, tatsächlich gibt es dazu ja eine Stellungnahme vom Berufsverband, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist die Möglichkeit, in das Beschäftigungsverbot zu gehen, wenn die Haupttätigkeiten vor allen Dingen im nicht getesteten, also wenn wir jetzt im ärztlichen Tätigkeitsbereich sprechen, zum Beispiel im Kontakt mit vielen nicht getesteten Patienten oder Besuchern ist. Also der Klassiker wären so Notfallambulanzen, Notaufnahme oder auch Bereiche, wo man eben der Exposition von Aerosolen, Sekreten ungetesteter nicht entweichen kann. Es gibt meines Wissens nach keinen Zwang für ein Beschäftigungsverbot wegen der Covid-Pandemie. Die Frage ist, was mit Geimpften ist, ist dann sicherlich ein Sonderfall. Aus eigener Erfahrung bei uns ist es so, dass das eine Individualentscheidung ist. Man hat das Recht zu sagen, es ist eine Belastung, es ist mir ein zu hohes Expositionsrisiko, dann kann man den Weg des Beschäftigungsverbotes wählen und es ist sicherlich dann auch gerechtfertigt, wenn eine Beratung erfolgt ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das ist bei uns ein sehr gängiger und auch gut erprobter Weg, dass man natürlich auch Arbeitsplätze, Aufgaben, Positionen findet, in denen wenig Exposition ist und gerade auch ärztliche Kolleginnen, die dann schwanger geimpft sind, auch auf einer Station, wo stationäre, negativ getestete Patienten sind, natürlich keinem höheren Risiko Covid-spezifisch ausgesetzt sind als sonst. Das darf aber Gott sei Dank in unserem Land ja jeder noch selber mitentscheiden. Darüber zu sprechen hilft in der Regel auch mit Chef und Betriebsarzt an der Stelle. Ja, leider bei uns in Hessen hier nicht. Ne? Also hier in Hessen ist wirklich ein ganz rigides, aber ich glaube, da sind wir in Deutschland auch ein bisschen Alleinstellung. Und insofern, denke ich, ist dazu dann auch alles gesagt. Und dann kommen wir von der Schwangerschaft am besten jetzt zur Laktation, wo es dann wieder einfacher wird. Gell? Da würde ich dann wieder weitermachen. Genau, wir hatten das ja auch schon mal im letzten Interview so ein bisschen besprochen gehabt, Stillzeit und Impfung. Viele Mütter haben ja immer noch Angst vor der Impfung, dann auch wenn das Kind geboren ist, weil sie halt Angst haben, dass dieser Impfstoff gegebenenfalls in die Muttermilch übergeht. Jetzt haben Sie schon erwähnt, es gibt neue Studien dazu. Könnten Sie uns da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen? Sind die Sorgen denn berechtigt? Sehr schön. Die wichtigste Arbeit dazu ist von Golan meiner Meinung nach. Und das ist eine Untersuchung, die einfach mal geschaut haben, ob man die mRNA, die man impft, ob man die in der Muttermilch findet. Die banalsten Ideen sind ja meistens dann die genialsten am Ende des Tages und tatsächlich konnte diese mRNA in der Muttermilch nicht gefunden werden. Das passt zu den tierexperimentellen Daten, die wir, glaube ich, auch im Februar schon angerissen hatten, dass eben der Impfstoff, wenn man den Radionuklid markiert und im Tier zum Leuchten bringt, eben im Muskel und in den drainierenden Lymphknoten verbleibt, für ungefähr 76 Stunden nachweisbar ist. So kamen ja die ersten Empfehlungen zu sagen, nun gut, wenn wir es nicht ganz 100.000-prozentig genau wissen, dann kann man eben individuell auch sagen, nach 76 Stunden weist man nichts mehr nach, für die Zeit wird die Muttermilch verworfen. Seit dieser Arbeit von Golan berate ich da auch etwas anders, um zu sagen, gut, wir wissen jetzt vom Menschen, die mRNA ist einfach nicht in der Muttermilch drin. Es gibt also eigentlich keine Rationale mehr für eine Stillpause, für einen Stillverzicht oder für einen verzögerten Stillbeginn. Letztlich hat es die WHO aus pragmatischen Kriterien ja auch schon seit Beginn der Pandemie so empfohlen. Die zweite Sorte an Daten, die es neu gibt, ist eben der Nachweis von Antikörpern in der Muttermilch. Das ist mehrfach gezeigt worden, nicht eben nur an kleinen Stichproben, sondern auch wiederholt von unterschiedlichen Arbeitsgruppen, auch für unterschiedliche Antikörperklassen. Also sowohl das IgG als auch das IgA wird eigentlich von allen Arbeitsgruppen nachgewiesen, in schwankenden Höhen sicher, aber das ist ja etwas ganz Natürliches in solchen Arbeiten. Und dann gibt es jetzt noch eine ergänzende Arbeit, die auch neutralisierende Antikörper getestet hat, also Neutralisationstests wirklich gemacht hat. Und auch die konnten in der Muttermilch nachgewiesen werden. Also das sind Erkenntnisse, die neu sind in der Beratung und die auch uns ermutigen, Stillende impfen zu lassen, eben wenn sie Risiken haben, wenn sie das anfragen, gibt es eigentlich keinen plausiblen Grund einer Stillenden, die Impfung zu verwehren. Super, vielen Dank. Haben schon alle meine Fragen beantwortet. Dann hätte ich noch ein paar Fragen, die wir über die über das Ambau-Studientelegramm bekommen haben, wo wir gefragt haben, ob es im Vorhinein Leute gibt, die
ja, Ihre Fragen formulieren möchten, dass wir auch speziell darauf eingehen können. Und da war auch die Frage gewesen danach, welche Art von Antikörpern in der Muttermilch nachweisbar sind. Da haben Sie schon gesagt, es ist sowohl IgA als auch IgG. Und dann eine interessante Überlegung, inwiefern ist das denn dann eigentlich ein Schutz fürs Kind? Ist das ein reiner Schleimhautschutz, der dann quasi dafür sorgt, dass im Oropharynx eine geringere Viruslast wäre, wenn sich das Kind infizieren würde? Oder geht es sogar so weit, dass es auch irgendwie aufgenommen wird und gar eine systemische Wirkung über den Blutkreislauf oder auch vielleicht irgendwie die Nasenschleimhaut gibt? Sehr schön, das ist eine wichtige Frage und das ist tatsächlich eine alltagsrelevante Frage, weil sehr häufig alles, was man so zum Thema Nestschutz hört, ganz gerne in einen Topf geworfen wird. Sowohl die transplazentaren Übertritt der Antikörper über das Nabelschnurblut als auch das Stillen, alles ist irgendwie Nestschutz. Beim Stillen ist es so, dass natürlich, wenn man sich das überlegt, das Immunglobulin ist letztlich ein Eiweiß nach enteraler Passage, dass das in relevanten Mengen resorbiert und dann im Blutstrom dem Kind zur Verfügung steht. Das kann nicht der Hauptwirkungsmechanismus sein des Stillens. Tatsächlich ist die Leihimmunität, also der passive Schutz durch das Stillen, so begründet, dass die Schleimhäute im Oropharynx, aber man weiß es tatsächlich auch von einem Teil des Respirationstraktes und auch vom Gastrointestinaltrakt selber, durch diese Antikörper geschützt sind. Das heißt, sowohl der Eintrittsmechanismus des Virus wird unwahrscheinlicher, wenn Viren durch leihgeliehene Antikörper komplexiert werden, ist das wieder ein Trigger für das kindliche Komplementsystem und das angeborene Immunsystem, diese schneller zu prozessieren, sodass der Schutz über Antikörper in der Muttermilch in der Tat hauptsächlich darauf beruht, dass eben Pathogene schneller abgebaut werden und weniger Chance haben, wirklich zu infizieren. Okay. Und weiß man auch, wie lange dieser Schutz bestehen bleibt? Also einmal vielleicht der Schutz, wenn jetzt transplazentär welche übertragen wurden, als auch der Schutz über die Muttermilch? Auch da müssen wir wieder differenzieren. Transplazentar ist es natürlich so, dass es auch eine Leihimmunität, also eine passive Immunisierung ist. Es ist kein Immungedächtnis, was das Kind darüber bekommt. Das heißt, es ist nicht in der Lage, diese Antikörper weiter selber zu bilden. Ein Antikörper hat eine gewisse Halbwertszeit, das ist je nach Typ etwas unterschiedlich. Fürs IgG sind es so ungefähr 3 Wochen. Man kennt das auch, wenn Sie sich den STIKO-Impfkalender mal vom geistigen Auge vergegenwärtigen, da fangen ja die kindlichen Impfungen so mit 6 Wochen ungefähr an. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass dann eben die mütterliche Leihimmunität zumindest über die transplazentaren Antikörper nachlässt. Beim Stillen ist es meiner Meinung nach nicht so ganz klar. Natürlich haben auch diese Antikörper eine gewisse Halbwertszeit. Sie sind aber auch auf den Schleimhäuten und im Gastrointestinaltrakt natürlich anderen Abbaumechanismen ausgesetzt, sodass man nicht davon ausgehen kann, dass das jetzt ein besonders lang anhaltender Schutz ist. Aber für die Zeit, wo das Kind gestillt wird, hat es einen gewissen Schutz, der anzunehmen ist und der ist unter anderem auch nicht nur über die Antikörper zu realisieren, sondern in der Muttermilch sind ja noch ganz viele andere antimikrobielle, antiinfektive und protektive Stoffe mit enthalten, mal unabhängig von Antikörpern gegen SARS-CoV-2. Okay, dankeschön. Die letzte Frage würde ich einfach vorlesen. Da schreibt eine Schwangere: Ich bin im Dezember 3 Tage nach Befruchtung an Covid erkrankt. Die Variante wurde damals noch nicht sequenziert. Das war wahrscheinlich der Wildtyp oder die britische Variante. Und mein 6-Monats-Schutz nach Infektion endet damit Mitte Juni. Entbindungstermin ist der 29. August. Und jetzt frage ich mich, ob ich mich noch vor Ende der Schwangerschaft oder erst danach impfen lassen soll. Was wären hier die Empfehlungen bei durchgemachter Infektion ganz zu Beginn der Schwangerschaft? Auch dafür gibt es natürlich keine datenbasierten Antworten. Die allgemeine Empfehlung im Moment nach durchgemachter Infektion ist es, frühestens nach 6 Monaten zu impfen, damit die Immunreaktion nach Infektion eben weitestgehend abgeklungen ist. Ob man in der Schwangerschaft dann diese einmalige Impfung, die es ja dann wäre, macht oder nicht, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Theoretisch könnte das
einen Benefit haben, wenn man zum Beispiel sagt, man boostert die Immunantwort, man hat nochmal einen höheren Serumgehalt an Antikörpern bei der Mutter, sodass man auch wieder transplazentar einen höheren Übergang aufs Kind hat. Das sind aber theoretische Überlegungen. Das ist zum Beispiel auch die Überlegung, warum in jeder Schwangerschaft wieder Pertussis geimpft wird oder warum auch Grippe neu geimpft wird, damit eben bei Grippe natürlich auch aufgrund des saisonalen Charakters, aber bei Pertussis eben genau deswegen, dass man einen höheren mütterlichen Antikörpertitel erreicht, um dann einen besseren Schutz beim Kind zu haben. Bei SARS-CoV-2 wissen wir es nicht und datenbasiertes zu beantworten wird wirklich schwer werden, denn so viele Schwangere sind noch nicht geimpft und in dieser Spezialsituation auch nicht, sodass man das dann sich tatsächlich überlegen muss. Es spricht nichts dagegen, das zu tun, weil wir ja jetzt wissen, Schwangere reagieren nicht anders, Schwangere haben eine gute Immunantwort. Ob man das in der Schwangerschaft noch macht oder nicht, bleibt da tatsächlich eine persönliche Entscheidung. Auch die Impfung in der Stillzeit, also dann einige Wochen später, wäre ja sicher für die Frau, wenn sie es dann machen möchte. Vielen Dank. Jetzt schließe ich den Bogen mit einer vorhersehbaren Frage. Das ist, glaube ich, die Frage, mit der wir im Februar begonnen haben. Aber ich finde das trotzdem extrem interessant und habe dazu selber noch gar nichts gehört. Wie sieht es aus mit den Geburtenzahlen? Sie hatten im Februar gesagt, da gab es noch keinen so richtigen Trend. Wir haben sehr viel über Intensivmedizin gehört und über Mortalitäten. Da haben wir gar nichts gehört. Sind Sie ausgelastet? Das ist Betriebsgeheimnis. Nein, letztlich haben wir bis jetzt noch keine Veränderung in der Geburtenzahl. Wir schauen ab und zu, wie verliegen wir im Vergleich der Vorjahre. Für uns in Jena gibt es im Moment noch keinen messbaren Unterschied. Und die großen Statistiken, die Landes- und Bundesstatistiken, die sind schlichtweg im Mai noch nicht verfügbar. Da kann ich mich jetzt also einfach aus der Affäre ziehen. Das weiß ich noch nicht. Das ist jetzt schlecht, weil dann haben wir einen Grund, irgendwann, wenn der Sommer rum ist und wenn die randomisierte Studie da ist, dann Sie nochmal einladen zu dürfen, um die Frage dann irgendwann im Herbst, wenn das Wetter wieder so schlecht ist wie jetzt an Fasching und an Pfingsten, dann nochmal mit dieser Frage und einigen anderen Fragen, die dann bestimmt im Herbst auch aktuell werden, nochmal zu traktieren. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wieder super spannend gewesen. Auch im Namen jetzt bewusst der Kolleginnen und Kollegen aus dem Amboss Studientelegramm. Das war auch so ein bisschen Premiere gewesen, dass wir zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben haben, uns Fragen zu stellen. Viele der Fragen, die gekommen sind, hatten wir eh eingebaut gehabt, aber am Schluss diese speziellen Fragen, ich denke, das hat auch einigen Kollegen da weitergeholfen. Wir werden in den nächsten Tagen noch zwei andere ganz spannende Dinge tun. Wir werden zum einen am Mittwoch in einer Live-Diskussion die wichtigsten Studien von dem amerikanischen Kardiologenkongress diskutieren. Das ist der 19. Mai um 19 Uhr. Da freuen wir uns über aktive Teilnahme. Das heißt, wer immer es einrichten kann, bitte live zuschauen, um uns dann auch Fragen zu stellen. Und dann starten wir, weil wir eigentlich Nephrologen sind oder Nephrologen werden wollen, am Donnerstag oder Freitag eine neue Reihe zum Thema Glomerulonephritis. Der Hintergrund ist, dass die internationalen Fachgesellschaften ihre neuen Leitlinien zur Behandlung der Glomerulonephritis in diesem Jahr vorstellen werden. Und wir haben es geschafft, 6 international absolut renommierte Experten zusammenzubekommen, die uns so einen Einblick geben werden, was dann im Herbst in diesen Leitlinien drinstehen wird. Auch da die Möglichkeit, wenn es Interesse gibt an spezielle Fragen, gerne an Amboss diese Fragen als Antwort auf das Studientelegramm immer zu schicken. Und an der Stelle auch einmal ganz herzlichen Dank an den Herrn Hirzin von Amboss, der uns da so extrem immer unterstützt bei der Koordination. Frau Zölkow, ganz herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und freuen uns, wenn wir uns im Herbst dann wiedersehen. Tschüss. Tschüss.